Leute, es ist der 20. Part hier bei Pikmin 3 Deluxe, auch am Tag 20 und ich finde, wir kommen super geil voran. Im Wald des Anfangs wird es heute hoffentlich ja zum letzten Mal gelandet sein und ich mache das echt mit einer vollkommenen Wasser-Pikmin-Armee mit vielleicht 10 Fliegenden. Ja, weil ich muss halt unter Wasser lang gehen oder weiß gar nicht, ist das hier vielleicht eine komplette Wasserhöhle so, ja? Ich weiß es nicht, aber okay, gut, Leute. Ich glaube, wir müssen nicht weiter irgendwas planen. Die Banane liegt ja auch schon abtransportbereit dabei. Einfach alles mitnehmen. Einfach mitnehmen, Leute. Und dann schön durchballern. Und dann weiß ich auch schon halt, ich mache jetzt wirklich erstmal so den Kleinkram, obwohl das hier ja schon so ein Gebiet war, wo viele Früchte noch gefehlt haben. Oh, es regnet ja, warum? Okay, also. Ich glaube, ich mache das echt, ich teile das, glaube ich, ein bisschen auf. Ja. Warte mal, sagen wir mal 50, ne? Und dann so. Und dann will ich jetzt echt schon mal, dass irgendwie Brittoni oder so, dass die mal voraussehen. Oh, der Kadaver liegt hier nicht mehr rum, leider. So, Brittoni mit, ach komm, ich sag einfach mal mit denen hier, mit denen allen. So, Brittoni mal die Banane holen. So, okay. Hat 20 dabei, sehr schön. Brittoni, geh mal zur Banane. Hier sind keine Gegner im Weg, also kann sie da locker durch. Okay. Währenddessen gehen wir halt unter Wasser lang. Ich glaube, gehe ich erst hier hin? Das sieht so komisch aus, so riesig. Aber komm, ist am nächsten dran. Probieren wir mal. 40 Pikmin, ob das was wird. Oh. Den kann man auf dem Rückweg dann alle mitnehmen, ne? Warum nicht? So, schön gekillt. Schwimm voll im Wasser. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Hier durch. Und wo sind wir jetzt? Oh, hier ist sogar noch eine Wand. Okay, dann schön kaputt machen. Alles klar. Dann gehen wir mal kurz gucken, was ist hier los? So, Banner ist da. 15 brauche ich. Okay. Wir haben. So, tragen sie alle. Sehr, sehr schön. Dann kann Brittoni eigentlich auch wieder zurücklaufen. Genau, hierhin erstmal. So. Okay, doch. Jo. Wir müssen hier alles taktisch machen. So, das ist ja echt einfach ein riesen Wassergebiet. Ah, aber wird das ein Üblet? Oh, eine Sackgasse. Was? Wie eine Sackgasse? Wieso Sackgasse? Warum? Du bist einfach lang und guck mal, die Pikmin, die helfen doch hier. Oh nein. Ihr haut mal schön ab, ihr komischen Viecher. Ja, schön übers Wasser transportieren. Der Wasserweg hält die auf. Ja. So, ich finde es aber schön, dass sie immer doch den Mitteilung machen. Und hier ist übrigens der zweite Gang. Mit dicken Monstern, Alter. So, ich höre noch keine Geräusche. Also ist, glaube ich, die Wand immer noch nicht kaputt. Vielleicht kriegt man schnell, wenn die Banane da ist, vielleicht ganz schnell mal gucken, ob da noch mal eine Wand zum Kaputtmachen ist. Dass die das vielleicht machen, während ich hier mit den anderen dabei bin. Alles andere zu handeln. Zerstup. Neue Frucht. Vielleicht nehme ich auch ein paar Bomben. Könnte man halt auch mitnehmen, ne? Aber ich weiß halt nicht. So, die komischen Fliegenden. Nur kurz mal gucken. Ah, hier brauche ich vielleicht echt Fliegende, ne? Okay, wartet mal. Inzwischen ist hier alles kaputt. Machen wir erstmal hier weiter. So, was haben wir denn hier? Zu viel Vieh abhauen. Ey, dass ich immer ihn auswähle, das nervt so. Liegen lassen, Leute, liegen lassen. Erstmal liegen lassen. So, was ist denn das jetzt hier? Oha, halt. Okay, einfach alle rufschwimmen. Ach, ich muss hier ein paar auch noch umformen, weil... Eieiei. Ach, das war ja das tolle Ding. Ja, okay, warte mal. Denn meins kurz. Auch wenn ich immer ihn gar nicht werfen will, ist egal. Da muss ich hier echt erstmal ein paar umwerfen, umsortieren. Okay, dass das Ding da auch wirklich kaputt geht. Warum holst du das denn da nicht, du komische Vieh? So. Komische Vieh, voll hart. So, du kommst mal mit. Obwohl, nee, greif immer aus Versehen dich. Du bleibst mal schön da. So, hier haben wir jetzt so ein paar Umformungsdinger. Stup. So. Ich glaube, da reichen echt 10. Zehn Umformen. Okay, stup. So, wer der hier pflückt, mal kurz gucken. Was ist denn hier los? Ich glaube, die Frucht ist einfach nur, die ist einfach nur hier irgendwo hier drin, ne? Das wird es, glaube ich, sein. Okay, dann fliegt mal dahin. Die hat ja gar nichts wirklich mit einem Gegner zu tun, glaube ich. Außer natürlich die Viecher, die da sind, aber wenn das jetzt... Ach du meine Güte.
Ach, herrje. Wartet. So, ich helfe. So. Einfach muss die Frucht. Und da ist er. Okay, ja, die Frucht fliegt einfach drüber. Perfekt. Geil. So, komm, die sind doch auch schnell genug, oder was? Die sind doch schnell genug. Die tragen doch einfach schnell weg. Kriegt ja keiner mit hier. Was natürlich, du hast dann echt einen, der da angreifen will. Warum? Ich hab eigentlich gepfiffen. Aber gut, er hat dann doch keinen Bock. Nö, dann hat er auch nicht besser verdient, ne? So, das war ja dann doch einfach. Gut, gut, gut. Dann, Brittoni, geh mal alleine wieder hierher zurück. So, okay. Hoppala. Inzwischen, Susu. So, alle getötet, alle eingesammelt. Getötet und eingesammelt. Perfekt. Müssen wir da so ein komisches Glasvieh erstmal kaputt machen. Ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, okay. Na, läuft doch, läuft doch. Bum, bum, bum. Okay, und jetzt einfach alle anderen rufen. Aber was ist denn das für ein Vieh? Oh, okay, gut, dass ich das mit Blauen mache. Weil die anderen werden ja sonst richtig weit weggeboostet. Richtig hart. Aua. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Sehr schön, sehr schön. Ich muss jetzt bloß die Pikmin wieder zurückverwandeln. Leider. Aber erstmal alles mitnehmen, die ganzen Früchte. So, das war's. Wir haben alle Früchte. Perfekt. So, mitnehmen. Flupp, flupp, flupp. Okay, kriegt ihr alles hin. Sehr schön. Ja, komm, ich muss die jetzt wieder zurückverwandeln. Oh, das ist noch eine Dings. Sehr schön. So. Das. Und, dann hier nochmal bitte. Okay. Inzwischen, was ist los? So, ich dachte echt, dass man hier noch zwei Bosse hat, aber nö. Alles gut. Boah, wie alleine pflückt. Cool. Was ich gesagt. Zack. Noch eine Datei. Ist hier sonst noch irgendwas? Alle blauen sind wieder, alle Felspigmen sind wieder blau. Sehr schön, nochmal irgendwie gucken. Oh, das Vieh nochmal mitnehmen hier. Komm mal her. Boah, einfach gekillt. Wo ist das Vieh jetzt? Mitnehmen. Hälfte des Tages ist gerade mal rum, ne? Mitnehmen. Hä? Wir sind manchmal echt ein bisschen komisch. So, oder ich werfe immer den falschen und im Wasser sieht man das so nicht. Naja, okay. Nee, das war denn das? Ja, dann. Was machen wir denn? Dann können wir eigentlich... Ach ja, warte mal, dann gehen wir da hin. So, inzwischen Brittoni. Kann auch mal hier wieder ein bisschen cool sein. So, hups, hups, hups. Hups, hups, hups. Einfach alle mitnehmen, ist doch egal. Bam, 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 stup, stup. Ja, es waren drei Früchte, die kommen jetzt allmählich. Die kommen so langsam. Bam, bam, bam. So, er läuft gerade durch den Tunnel durch. Da kommen sie alle. Oh, wieso wollt ihr das da lang transportieren? Seid ihr doof? Warum? Leute, meine Pikmin sind doof. Warum sind die Pikmin so doof? Und tragen nicht dahin. Ich verstehe es halt nicht, ne? So, dann schnapp dir noch einen. Ist egal, dafür wirst du gekloppt, Mann. Oder auch nicht. Hallo? Warum? Ey, manchmal reagieren die Pikmin auch doch nicht, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen doof. Okay. Puh. So, alles einsammeln, bitte die Blauen. Den Blauen. Obwohl, oh, du könntest sogar die mitnehmen. Perfekt. So. Mein Gott, das war wieder... Herzinfarkt wieder vom Feinsten, Mann. So. Okay, dann noch ein paar Blätter mitnehmen, ne? Jups. Jups. Okay. Sehr schön. Ob hier noch irgendwas hinter ist? Wartet mal. Hatte ich hier... Hier habe ich auch alle rübergeworfen, ne? Auch für so eine Datei und so was alles. Ja, ich glaube schon. Nur alle rüber gesmashed. Musste ja auch so ja sein. War ja so ja nötig. Okay. Hab Abkürzung gemacht, alles. So, Leute, wir haben alle Früchte aus diesem Gebiet eingecached. Ja, dann würde ich sagen, noch ein bisschen aufstocken. Stockt doch mal auf, Leute.
Wo geht denn der Tunnel da nochmal hin? Das ist irgendwie so ein Tunnel. Okay, alle Pikmin sind bei mir, alle sind sie da. Was machen wir denn jetzt noch? Wartet mal, vielleicht doch nochmal irgendwo schön... Ja, eigentlich Gegner killen, ne? Warum nicht? Auch schön große Gegner müssen einfach gekillt werden. So, ansonsten, ich sollte halt wirklich alle Dateien hier haben. Eigentlich. Boah, hier sind so viele Gegner, aber ich glaube, das schaffen sie nicht mehr. Da alle hin und so. Nee, dann doch lieber mal zum Strand. Wo sind der Feuergegner? Ich habe ja schon alle ausgerottet hier. Was ist denn hier los? Ja, das war ja richtig geil. Hier ist ja alles mehr da. Wo ich natürlich Angst habe, dass hier noch irgendwie was sein könnte. Irgendwie so eine Datei oder sowas. Den gehen wir einfach nochmal dahin. Oder? Wo wir ganz kurz mal gucken, wo der Tunnel hier hinführt. Ach ja, da oben hin. Nee, alles klar, ich weiß wohin. Ich weiß wo. Der Musik nochmal so eine kleinen Käfer da. Ne, und mit den Flügelpicken und halt genau was zum Rauszuppeln. Klar, Mann, es ist erledigt. Kann mir bloß vorstellen, weil das hier so noch zwei Gebiete und sowas sind. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. So, verbuddeln sie sich wieder, alles klar. Kommt mal raus. Och, Mensch. Kapta extra. Okay, tot. So. Da mal rausziehen. Nein, ihr doch nicht. Was sind die alle für Trottel? Oha, Gegner. Kleine Gegner. Einfach kloppen. So. Oh, Nektar. Habe ich jetzt aufgesaugt, ne? Ich hoffe doch. Ich weiß nicht, ob da noch mehr rauskommen. Noch mehr fiese Sachen oder so. So. Nein. Das da anvisieren, bitte. So. Zieht, Leute. Stopp. Eine Bombe. Ich habe jetzt eine Bombe. Okay, was soll ich mit der? Das geht gar nicht. Erstmal alle ruf hier, Mann. Ups. So. Tot. Ja, dann nimmt das mal mit. Ich muss echt mal hier kurz mal hier... Du, danke, aber ihr braucht die Bombe nicht. So, schnell weg. Und jetzt tragen die das alle weg. Ich wollte noch ein bisschen hier das auch noch ein paar fliegende Pikmin mit abkriegen. Nö, dann halt die ganzen blauen. Okay. Beeilung, Mann. Ansonsten ist hier tatsächlich nichts weiter. Ich kann ja mal gucken, ob irgendwas sich automatisch anvisiert. Ne? Verbuddelt oder so, aber nö. Wird ja geil, wir haben es geschafft. Auch dieses Gebiet ist damit komplett. Mit allen Früchten, allen ja, Artefakten an den Wänden. Und halt eigentlich auch allen Dateien. Müssten wir alle haben. Bloß dafür gibt es nicht so wirklich einen Indikator, leider. Von wegen, ob ich wirklich alles habe. Ne, das ist so ein bisschen Fail. Na, was soll's. So, schnappen wir uns noch den Dicken da. Ne, der tötet nur alle. Der tötet doch einfach nur alle. Ja, ein bisschen Pikmin aufgestoppt. Ein bisschen. Ja, Hauptziel waren eh die Früchte. Was soll's. Den. Stup. Ja, stup. Okay. Da will ich mal, upala. Da will ich mal fast sagen, alle hier rein und nur nochmal die ganz krassen blauen nochmal rausholen. Vielleicht kann ich noch irgendwas im Wasser nochmal finden. Irgendwas noch mitnehmen im Wasser, besser als gar nichts, ne? Was ist hier? Hier mitnehmen. So. Alles mitnehmen. Warum steht ihr da rum, Leute? Was macht ihr da? Leute, was machen die denn da? Sie kommen einfach gerade nicht vorbei. Ist okay. Pikmin halt, was willst du sagen? Kennst du die Pikmin? Die flippen komplett aus. So, die Viecher auch noch killen. Ruf da. Boom, tot. So, wie greifen die denn den aber nicht mehr an? Das ist irgendwie so ein bisschen ätzend. Nur ein bisschen. So, könnt ihr jetzt bitte mitnehmen oder hat er sich wieder festgebackt? So, okay, mitgenommen. Dim. Gut. Na, einfach mitnehmen. Habe ich zwar wieder ihn verloren, aber ist egal. Die letzten Sekunden. Ja, naja. Flups. Ja, doch, kein verloren. Alles da, alles gut. Ja. Ich gucke nochmal auf die Karte. Das war's. Hoffe ich. Also der Wald des Anfangs ist erledigt. Sehr schön. Ja, ein paar Gegner hat man noch machen können, aber ach, was soll's. Lass uns mal nochmal ein bisschen hier gucken. Also ich denke wirklich, dass diese Pikmin-Archiv ist voll. Steuerung. Da fehlt jetzt noch, da fehlen noch drei Sachen.
Ich weiß ja nicht, wann man was kriegt, ne? Weil diese Dokumente sich nicht automatisch immer gleich anzeigen. Ich glaube aber eigentlich wirklich noch eins von dem anderen Anzug hier und dann weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Die ganzen Früchte, das wird nicht mehr viel. Nur noch 12. 12 Früchte bloß noch. Und dann haben wir das ja. Und guck mal, 2 komplett neue noch. Und dann sieht man ja hier, hier war eine von 3, ja. Eine von so und hier fehlt auch noch eine. Und so sammelt sich das dann. Aber wirklich alle Arten von Früchten fehlen bloß noch 2 Stück. Das ist doch auch schon mal schön. Also die Gegner, hier wissen wir ja nicht, wie viele Gegner, wissen wir doch ja nicht. Warum eigentlich nicht? Ein paar fehlen noch. Habe ich schon alle möglichen Viecher besiegt? Hier so eine kleine Krabbe ist neu, so eine große Krabbe. Ja, ich muss echt mal alle killen, immer mehr besiegen. Weil dann werden die auch eingetragen. Ich glaube, ich habe bisher auch keinen Gegner verpasst. Glaube ich. So, warte nochmal kurz gucken. Was ist denn bei Kreaturen? Da habe ich auch noch nicht alle, ne? Aber ich glaube, hier kommt auch sowieso... Ja, okay, hier, guck mal, hier kommt dann noch hier so ein Vieh. Haben wir noch einen anderen, im anderen Gebiet, dass wir wissen, okay, da kommt nochmal ein Boss. Irgendwie. Und, oder so ein Tipp zumindest, denke ich mal, von denen kriegen wir. Und ja, die Blattdinger. Mhm. Ja, kann mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, was hier noch so viele fehlen soll. Tagebuch. Ja, hier fehlen auch noch. Ich finde noch so viele. Was mit Ulimas Tagebuch 2? Da haben wir jetzt bald alle. Mhm. Merkwürdig. Gebietshinweise. Ah ja, okay, ich glaube... Da, weil noch ein Gebiet fehlt, wo wir noch gar nicht waren, kann ich mir vorstellen, dass wir das Tier dadurch vollkriegen. Mhm, mhm. So, kleiner Status-Update, ne, sorry, muss auch mal sein. Früchte, Dinger hier, Pikamin. Nee, okay. So, sorry. Wollte einfach nur nochmal gucken. Soll ich einfach mal jetzt schon ganz schnell vorspulen? Ach nee, komm. Wird doch irgendwie zum Feeling dazu, ne? Inzwischen weiß ich auch durch euch, dass wirklich, also die Tage gehen schneller, allerdings sind sie genauso schnell, wie sie auf schwierig gehen. Wie die Tage auf schwierig vergehen. Sagen wir so. Also, ne, wenn man auf normal spielt, Schwierigkeitsgrad normal, hat man wirklich länger Zeit an einem Tag. Auf schwierig hat man weniger Zeit, aber auf hier Ultra-Motiviert-Modus, wie wir ihn gerade spielen, hat man genauso viel Zeit wie auf schwierig. Was weniger ist als normal, ne? Deswegen gehen ja auch echt die Parts so mega schnell vorbei, aber irgendwie, ja, passt ja so am besten. Ein Tag, ein Part, passt ja so. Aber an sich, also ich bleib immer noch dabei, ne, so fazitmäßig, das ist nicht wirklich viel schwerer mit nur 60 Pikmin. Also, muss ich wirklich sagen, eine Banane! Wir haben etwas Neues entdeckt, bin schon auf den Geschmack gespannt, Adam. Schmerzmond. Vor allem so richtig, die sieht doch voll echt aus mit der Bananenschale und sowas, voll cool. Oh, lecker Bananensaft, Leute. So, das ist die Ration, die ich jetzt aufbrauche, um hier gelandet zu sein. Jetzt hoffentlich kriege ich noch eine voll, ist nämlich wieder ein Plus. Haben wir Plus gemacht, aber sieht gut aus. So, Zucker, Tropfen, Rinn mit den Tropfen. So, Plus gemacht, sehr schön. Vielleicht ja noch mal. Nee. Und Wachmacherknolle auch reinballern. Naja, aber im 1 plus gemacht. Das gibt heute ein Festmahl. Leute, dann wissen wir schon das nächste Gebiet. Dann fliegen wir wieder in die Tundra oder ins Eisödenland. Und da fehlen ja bloß noch ganz wenig. Da will ich auch nochmal gucken. Ich gucke jetzt sowieso nochmal, welches Gebiet. Vielleicht doch ein anderes. Mal schauen. So, pickt man alle wieder. Oh je, je. Ja, über 200 Fliegende habe ich jetzt. Das reicht. Ich muss echt mal wieder. Ja, wir haben halt echt die gelben letzter Zeit gar nicht mehr gebraucht. Die Felspikmin auch nicht so wirklich gebraucht. Ja, von daher. Ja, sind aber auch schon 202 Pikmin bisher gestorben. Verdammt, es tut mir so leid. Es tut mir leid, Mann. Gelbe Pikmin sind sehr leicht und können daher viel höher als andere geworfen werden. Ihre Resistenz gegen Elektrizität und ihre großen Ohren scheinen damit allerdings wohl nichts zu tun zu haben. Oh, du warst aber kurz. Sonst fällt dir nicht ein, Britt noch nie? Anscheinend nicht. Na, abgesaved. So. Wir müssen uns noch überlegen, wann wir die Bonuskapitel machen, ne? Ah, da würde ich halt echt eigentlich ganz zum Schluss denn machen. Hier mit Ulima. Wir können ja schon Bonusabenteuer machen, aber erst nur den Epilog. Prolog bestimmt erst, wenn wir das Spiel durch haben. So, also, wo sind wir hier? Zack, hier fehlen. Hier, im Garten beginnen fehlen halt bloß noch 3. Und hier fehlen halt. Okay, nee, ich will noch 6 Stück. Also hier werde ich mir auch 2 Tage Zeit nehmen für, ne? Das sollte eigentlich klappen. Ja, aber ansonsten, complete. Complete. Der Mike als nächstes das hier, glaube ich. Ja, das war ein bisschen ätzend, weil ich hier so blöd hier verkackt habe. Ich glaube, ich muss nochmal genauer gucken, wie man das hier am schnellsten löst.
Ob ich da wirklich alle Captains brauche, ich glaube aber ja. Und ansonsten... Früchtetechnisch eigentlich... Ja, ach ja, stimmt ja, hier waren ja die letzten beiden in einem Gebiet. Dass ich ja eventuell das so ja richtig beides einfach machen kann. Ne? Aber ich glaube trotzdem, die eine Frucht werde ich, glaube ich, über diesen Eingang bekommen. Weil irgendwie sieht es ja aus wie eine Abgrenzung. Und die andere Frucht bekomme ich über diesen Eingang. Ja, doch, sollte aber... Klappt aber. Dann mache ich mir nochmal einen Gedanken, wo hier nochmal die Bilder sind. Ne? Auch hier gibt es ja 3 geheime Artefakte und ich glaube, hier haben wir noch gar keins. Ja, noch so null so. Deswegen, Leute, kriegen wir alles mit. Gucken wir uns alles an. Macht euch keine Sorgen. Aber erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann beim nächsten Part landen wir wieder beim Garten der Begegnung und machen den komplett. Mal gucken, ob in einem Tag oder in 2, ist inzwischen wirklich egal, weil guckt euch unsere Ration an. Ja, wir können nochmal doppelt, wir können nochmal genauso oft landen, wie wir bisher gespielt haben. 21. Tag steht an und wir können noch 22 Tage machen. Also, ja, kein Ding. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!